Willkommen zurück und schön, dass du wieder da bist hier auf dem Channel. Heute soll es um das Thema Shit-Tests gehen und wie du jeden Shit-Test ohne Problem bestehst. Willkommen zurück, wieder mal ein Thema aus der Pickup-Community, Shit-Tests. Und wenn du nicht weißt, was es bedeutet, Shit-Tests, das sind sogenannte Tests, die die Frau dir angeblich stellt, um dafür zu sorgen oder um zu testen, hey, bist du ein richtiger Mann oder kann ich dir vertrauen, bist du cool, bist du ein richtiger Alpha? Und wenn du diese Shit-Tests verlierst, also wenn du die falschen Sachen antwortest, dann sinkt ihre Anziehung für dich. So erzählt man von Shit-Tests. Ich nenne das Ganze, habe ich auch in meinem Buch gemacht, nenne das Ganze gerne Vertrauenstests und weise darauf hin, dass die Frau guckt, hey, kann ich diesem Mann vertrauen? Ist er wirklich der Mann, der er vorgibt zu sein? Kann ich ihm vertrauen? Wenn die Frau also merkt, du tust so als ob oder du spielst cooler als du bist, denn das ist ja das, was du manchmal in der Pickup-Community mitgegeben kriegst oder von anderen Trainern auch teilweise mitgegeben kriegst, im Sinne von, tu cooler als du bist, ja, sei sehr cool, sei sehr gelassen, mach coole Sprüche, verstecke deine Schwächen, zeig nur deine Stärken, erzähl coole Geschichten, um besser dazustehen, wenn du das machst. Dann hat die Frau oder haben viele Frauen oft das Gefühl, okay, irgendwie stimmt irgendwas nicht mit diesem Mann. Also Frauen sind da ja nicht blöd, die sind ja sowieso sozial meist etwas besser ausgebildet als wir Männer, weil während wir uns in unserer Kindheit mit Stöckern prügeln und Tierversuche machen und mit Autos spielen, sind Frauen schon ab Kindesalter sehr in diesen sozialen Umgebungen unterwegs. Frauen haben ein besseres Gespür dafür meist als Männer. Und deswegen merkt es eine Frau auch ziemlich schnell, wenn du so tust, als ob. Aber sie weiß es halt nicht ganz genau, ob du so tust, als ob. Und deswegen stellt sie dir Shit-Tests. Das heißt, du kannst diese Shit-Tests, die ich, wie gesagt, lieber Vertrauenstests nenne, weil wenn du sie Shit-Tests nennst, dann entsteht schnell diese Annahme, Frauen sind blöde Fotzen, die dir irgendwelche Tests hinschmeißen. Ich hasse Frauen. Und Vertrauenstest klingt schon mal besser vom Wort her. Vertrauenstest, ja. Also die Frau gibt dir diesen Vertrauenstest, um zu schauen, hey, bist du wirklich der Mann, der du vorgibst zu sein? Und du wirst auch merken, wenn du aufhörst, so zu tun, als ob, wenn du nicht weiter rumschauspielerst und einfach sehr direkt, klar und offen bist, oder auch authentisch genannt, dann wirst du nicht mehr viele Shit-Tests bekommen. Und das ist doch die Lösung dazu, wie du Shit-Tests bestehst. Du solltest nicht denken, oh mein Gott, ich bekomme viele Shit-Tests von den Frauen, wie kann ich sie denn auf äußerst kluge Weise beantworten? Das sollte nicht die Überlegung sein, die du tätigst. Versteh mich nicht falsch, du kannst das auch so machen. Du kannst auch den Weg gehen von wegen, es gibt diese Shit-Tests alias Vertrauenstests und ich muss besser darin werden, sie ordentlich zu beantworten. Mit noch klügeren Antworten, noch klügeren Sätzen. Aber glaub jemand, der sehr gute und kluge Antworten geben kann, alias ich, wenn ich dir sage, das ist nicht der Weg, den du da gehen solltest. Der Weg, den du gehen solltest, ist, oh, ich bekomme viele Shit-Tests. Das sollte ein Hinweis darauf sein für mich, dass ich ziemlich oft oder ziemlich zuverlässig so tue, als ob, dass ich noch viel fake, dass ich sehr unecht bin. Und dann solltest du daran arbeiten, echter in deiner Kommunikation zu werden. Das ist die Lehre, die du aus Shit-Tests ziehen solltest. Das ist der Weg, den du gehen solltest, wenn du tatsächlich keine Shit-Tests mehr bekommen willst, beziehungsweise wenn du sie bestehen möchtest. Ne, weil in der Pickup-Community oder in andere Trainer sagen dir vielleicht sowas wie, hey, wenn sie dir einen Shit-Test gibt, dann musst du ihr eine richtig schlaue Antwort geben. Aber nein, der Shit-Test weist dich, wie gesagt, nur auf deine Unechtheit hin. Das machen viele Männer, weil sie das Gefühl haben oder weil sie auch vielleicht vorher erlebt haben, hey, wenn ich freundlich selbst bin, wenn ich offen kommuniziere, dann erlebe ich Abweisungen. Denn das ist nichts anderes. Also jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Also wenn du, ne, zuhören jetzt mal. Ganz wichtiges Konzept zu verstehen. Dieses ganze Pickup und so tun als Ob-Ding, dieses sich verstellen Ding, das ist alles nur Strategie, um keine Ablehnung zu erfahren. Denn wahrscheinlich ist es so, das hatte ich auch früher. Du hast wahrscheinlich irgendwann genau wie ich früher mal erlebt, wenn ich mich einer Frau offen gegenüber verhalte, dann erfahre ich Ablehnung. So habe ich das nämlich auch erlebt. Ich erinnere mich daran, wie ich damals eine meiner Schwarm in der Schule, da war ich 14 oder 15, habe ich ihr gesagt, dass ich sie auf sie stehe und gerne mit ihr zusammen sein möchte. So. Und sie hat mir gesagt, hey, sie mag mich voll gerne, auch freundschaftlich, aber das möchte sie nicht. So, und das war natürlich hart für mich, das war eine krasse Ablehnung für mich. Am Ende des Tages war es gut für mich, weil ich hatte vorher mich, jahrelang war ich in sie verliebt und habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, mit ihr zusammen zu sein. Und eigentlich war es gut, dass ich dann aus dieser Illusion mal raus war. Aber es hat halt ja auch wehgetan, erstmal wie Ablehnung halt wehtun.
Und ich glaube, Folgendes passiert dann mit uns Männern, wenn wir sowas erleben. Wir merken dann, oh, okay, wenn wir sehr offen kommunizieren und auch sehr klar kommunizieren, denn das war das ja, das war ja offene, klare Kommunikation. Das war ja ich, so wie ich bin, authentisch eben. Wenn wir das machen, dann erleben wir Ablehnung. Und ja, das stimmt auch, wenn du das machst, wirst du Ablehnung erleben. Und deswegen versuchen dann Männer irgendwann immer mehr schlaue Wege zu finden, sich um Ablehnung herumzuschleichen, sage ich mal. Schlaue Shit-Test-Antworten zu erschaffen oder zu erfinden, um keine direkte Ablehnung mehr ertragen zu müssen. Und das ist für viele Männer alles, was es ist, dieses so tun als ob. Deswegen machen viele Männer das, um eben keine Ablehnung mehr zu erfahren. Aber das ist der falsche Weg. Du musst Ablehnung erfahren. Denn Ablehnung bedeutet, dass du und eine Person getrennt wirst, die nicht zusammenpassen, auf absolut keiner Ebene. Du kannst natürlich dich so rumschlawinern und irgendwie versuchen, zu allen Personen zu passen, aber dann kommst du halt auch nicht mit den richtigen Frauen zusammen, nicht mit den Frauen, mit denen du eine richtig geile Zeit am Ende des Tages haben wirst. Und deswegen führt der Weg raus aus diesem Shit-Testing oder Shit-Test-Bestehen, führt in echter sein, realer sein, krassere, bessere, klarere Kommunikation. Und eine klare Kommunikation bedeutet halt auch sowas wie, hey, ich suche das, was suchst du? Du suchst nicht das Gleiche wie ich, dann passt es bei uns nicht. Und ja, da ist sie wieder, die Ablehnung. Da ist sie wieder, die Frau nicht zu bekommen. Und ich weiß, das kann schmerzhaft sein, das weiß ich. Aber du musst da durch. Das ist unsere Aufgabe als Männer. Das ist unsere tatsächliche Aufgabe als Männer. Unsere Aufgabe als Männer ist es nicht, sich zu verstellen und so zu tun, als ob. Und irgendwie auf schlaue Art und Weise irgendwo dran vorbeizuschiffen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, sich mit dem Schmerz ordentlich auseinanderzusetzen, nicht vor dem Schmerz davonzulaufen. Deswegen ist es ja so geil, wenn man Frauen anspricht, weil man dann eben mit diesem Schmerz konfrontiert wird, weil man mit diesen unangenehmen Gefühlen konfrontiert wird. Und wir müssen als Männer lernen, damit umzugehen, damit ordentlich umzugehen. Das ist die wahre Herausforderung. Und du kannst dich nicht davor verstecken. Du kannst dich nicht davor verstecken, indem du dich verstellst und indem du dann lernst, wie du auf schlaue Art und Weise Shit-Tests bestehst. Die brauchst du überhaupt nicht zu bestehen, denn du darfst einfach gerne authentisch und klar mit den Frauen kommunizieren. Und dann hast du eine ganz andere Durchschlagskraft. Dann hast du eine ganz andere Wirkung auf Frauen. Und dann musst du dir um Shit-Tests im Leben keine Sorgen mehr machen. So einfach ist das. Und so gestaltet sich das Thema Shit-Tests, ganz egal, was dir irgendwer anders dazu erzählt hat. Ja, schau dir andere Videos von anderen Trainern zu dem Thema an und du wirst sehen, wie oft die Antwort darauf sein wird, ja, du musst den Shit-Test bestehen, du musst besonders schlau und klug antworten. Nein, das ist alles nur Taktik, Vermeidungstaktik, um keine Ablehnung zu erfahren, um nicht durch den Schmerz durchgehen zu müssen, der es ist, wenn zwei Leute nicht zusammenpassen. Aber das ist wichtig, das muss so passieren und das soll auch genauso passieren. Und glaub mir, du wirst viel weniger Probleme mit Frauen haben, wenn du mehr Echtheit an den Tag legst und Shit-Tests wirst du dann schon gar nicht mehr erfahren. Das heißt, kurz nochmal zusammengefasst, erfährst du viele Shit-Tests, dann ist es für dich einfach ein Zeichen, das dir sagen sollte, ich bin ultra unecht, reflektiere dich dann einfach gerne mal selbst, stell diese Unechtheit ab und erlebe einen ganz neuen, viel gesünderen und geileren Erfolg mit Frauen, den Erfolg mit Frauen, den du dir wahrscheinlich auch sowieso schon immer gewünscht hast. Genug gerantet, ich hoffe, das Thema ist soweit klar. Wenn nicht, weißt du, Fragen dazu immer gerne in die Kommentare. Ich beantworte eure Kommentare regelmäßig. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben bei mir, wenn du von einem der besten Trainer Deutschlands trainiert werden möchtest. Unten rechts kommst du zu einem Video, das jetzt hier an das Video anknüpft. Das hat auch einen Zusammenhang mit diesem Video hier. Schau unbedingt vorbei, wenn du bis hierhin geschaut hast. Übermorgen sehen wir uns wieder. Ich freue mich darauf, dich dann dabei zu haben. Bis dahin, ciao.